Willkommen zurück zum Callisto-Protokoll. Ich habe hier gerade 7 auf einen Streich erlegt. Naja, es waren eher 3 auf einen Streich, aber es reicht mir eigentlich. Oh Gott, ich will erstmal plündern. Und der da, der hat auch noch was. Huiuiui. So. Ging aber ganz gut. Lass mal kurz gucken, was haben wir denn noch? Wir haben diesen Elektro... Wir haben noch eine Spritze. Warum habe ich nur eine Spritze? Okay, weiter geht's. So, da hoch, da müssen wir eigentlich hin, ne? Aber ich gucke mich mal vorsichtshalber hier nochmal in den Zellen um. Vielleicht finden wir hier noch was. Zum Beispiel automatische Aufnahme von Elias Porter. Warte, hab's gleich. Dieser neue Warden. Weiß nicht, was ich von ihm halte. Hat den Black Iron in wenigen Monaten mehr verändert als in Jahrzehnten. Trotzdem, was immer da auch vorgeht, das könnte endlich meine Chance sein. Ich muss mal bereit sein. Wofür? Egal. Wir gucken uns mal um hier. Nein, hier ist nichts mehr. Oh, lass schauen. Nee, okay, dann mal hoch in die Kommandozentrale. Ich habe den Verdacht, die könnte unangenehm werden. Da waren eine Menge Menschen drin, ne? Und ich weiß nicht, ob es noch Menschen sind. Sicherheitssystem offline. Bleiben Sie in Ihrer Zelle. Ich bleibe in meiner Zelle. Auch cool. Was muss ich hier? Ach, da. Ob ich mir noch eine Spritze geben soll? Meine Gesundheit ist ja nur gelb. Wo? Und jetzt? Ach, da. Es sind zu viele. Nein, 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 nein. Schon verstanden. Okay. Ich schicke Squad 9 rein. Sir, Squad 9 ist ausgelöscht. Position halten! Wir schaffen es nicht! Rückzug! Wir haben die Kontrolle verloren! Gut, dann aktivieren Sie alle taktischen Einheiten! Schusserlaubnis erteilt! Ich wiederhole, Schusserlaubnis erteilt! Verdammt, Sir! Er darf mich nicht sehen! Sir, das wird... Nein, das ist ein Befehl! Töten Sie alles, was sich bewegt! Genau! Hier sind alle tot. Warte mal, wo ist denn der Typ? Wo ist denn der Typ? Da ist er, okay. Ach, das ist eine Glasscheibe. Verdammt. Gut, wie kommen wir denn? Wie soll ich denn? Wie stellt ihr euch denn? Das ist alles aus Glas. Ich komm hier nicht ran an den. Warte mal, wo? Mach, hör doch mal auf. Stell dich doch mal hin. Merkt ihr auch nicht? Nein, nein, merkt ihr nicht. Einfach ran, weiter ran. Ich will auch diesen Handschuh. Wie bist du hier reingekommen? Ich habe Zeit für diesen Scheiß! Okay, habe ich das richtig verstanden? Du stürzt ja und dann geht hier alles in den Arsch? Genau, ich bin schuld. Oh, 521. Schau mich an, wenn ich mit dir rede. Was hast du getan, hä? Sag's mir. Bist du anders? Bist du besonders? Warum wollte der Warden dich lebend? Das ist mein König. Du kannst es haben. Fresst ihn! Los! Fresst ihn! Jawohl! Ich hab so den Verdacht, das war nicht das letzte Mal, dass wir den gesehen haben. Schade, er hat seinen Handschuh mitgenommen. Ich bin durch. Was meinst du? Er war hier. Und diese Dinger haben ihn getötet. Du bist härter, als ich dachte. Geh einfach weiter. Ich habe weiter vorne einen sicheren Raum gefunden. Bin mir nicht sicher, ob der tot ist. Ist auf jeden Fall hier runter. Aber naja, wir werden es abwarten. So, warte mal, ich habe ein neues da hier, warte mal, Fenris.
Wir haben auf einen Unfall vor dem Torhaus reagiert. Der Ort wurde auf Anweisung des Wardens gesichert. Nur Marlos Team hat Zugang. Hätte nie gedacht, dass ich die alte Warden mal vermissen würde. Die war wenigstens berechenbar. Vorfall am Tor. Okay, das sagt mir noch nichts. Schade, er hat seinen schicken Handschuh mitgenommen. Der wäre natürlich praktisch, da könntest du die Viecher in der Gegend mit rumschleudern. So, müssen wir hier auf irgendwas drücken? Nee, diesmal wirklich nicht. Was hat er gesagt? Ich soll einfach weitergehen. Super. Wie gesagt, ich glaube, den Typen werden wir noch ein paar Mal begegnen. Entweder in seiner normalen Form oder in seiner mutierten Form. Was ist das? Okay. Das bin ich, oder? Das bin ich. Hallo? Ich guck mich mal hier überall nochmal um. Da kommen wir nicht rein. Okay, dann gucken wir uns mal das Kästchen da an. Ach, guck mal, die geht automatisch auf. Wie angenehm. Guten Tag. Juhu, überlebt, zumindest bis hierhin. Ein bisschen wurmt es mich doch, dass ich die Credits aus dem Badezimmer hab liegen lassen. Aber ja, mittlerweile würde ich es mir zutrauen, weil ich werde, glaube ich, immer besser beim Kämpfen hier. Komm, jetzt zecken uns mal noch welche rein hier. So, jetzt geht's mir wieder besser. Jetzt habe ich wahrscheinlich keine mehr, ne? Hallöchen. Notwendigkeit. Tun, was getan werden muss. Ach, halt muss. Die Kuschen. Schwere Entscheidungen treffen. Als ihr neuer Warden werde ich tun, was nötig ist. Für sie. Selbst für diese traditionsreiche Institution. Böser Roboter. Hör auf zu ruckeln. Humpelt der? Zurück in die Zellen. Der ist ein bisschen beschädigt. Ist die Frage, ob er genug beschädigt ist, dass ich dran vorbeikomme. Zurück. Treten und treten. Überführung. Der guckt in meine Richtung. Das heißt, er sieht mich auch und er hat jemanden zerlegt. Und wir können ja mal ganz... Nein. Sie werden berichten. Alles ganz locker bleiben, mein junger Freund. Ey, ich bin ausgewichen. Schon pfeife ich wieder aus dem letzten Loch. Ralle. Super gemacht. Ich brauche definitiv eine bessere Knarre. Also überhaupt eine Knarre. Okay, wir gucken uns mal großzügig hier um. Da liegt irgendwas oder da ist irgendwas. Ne, das ist auf der anderen Seite von der Glasscheibe. Okay, also aufpassen, die kommen auch einfach durch irgendwelche Türen durch. Also was heißt, wenn ich die Türen aufmache, tauchen sie da einfach so. Wo muss ich denn hier eigentlich hin, sagt man? Komm ich da komme ich durch. Irgendwas ist da. Jacob, hier drüben, komm schon, beweg deinen Arsch. Yeah, ich bewege meinen Arsch. Charmant. Das soll sie aufhalten? Ich hoffe es. Was sind das für Dinger? Ist egal. Wir müssen einfach nur weg hier. Okay. Du hast was von einem Plan erzählt. Ja. Hier lang.
Ja, gleich. Aber hier, guck mal, hier ist lauter Zeug zum Plündern. Komm schon! Ja, ich komme gleich. Gleich bin ich da. Sobald ich hier alles geplündert habe. Warum kommst du nicht? Weil ich plündere. So, und schon haben wir wieder volles Leben. Das gefällt mir sehr gut. Aber das können wir gebrauchen. Was ist das? Ich will auch so ein Ding. Nimm das mit zum Reforge. Du kannst damit eine neue Waffe drucken. Dann hab ich Zeit, dich ins System zu hacken. Okay, ich gehe Waffen drucken. Drucke am Reforge eine Waffe. Genau so machen wir das. Was ist ein Reforge? Ist das ein Reforge? Das sieht mal aus wie ein 3D-Drucker. Ja, komm. Bitte treffen Sie eine Auswahl. Ich habe irgendwie nicht so sehr die Auswahl, oder? Irgendwas zu treffen, kann das sein? Eine Pistole, Revolver. Okay, den anderen Zeug kann ich noch nicht drucken. Ich kann einen Revolver drucken. Was ist das? Stabilitäts-Upgrade für den Revolver. Aha, Magnum-Patronen-Schadens-Upgrade. Boom-Kugeln. Und was haben wir da? Magazin-Upgrade. Okay, dann erstmal das Ding hier. Was kostet mich das? 800. Wie viel habe ich? Ich habe nur 179. Warum kann ich das machen? Befehl nicht erkannt. Ungültig. Die unsachgemäße Nutzung dieser Maschine wird dem Administrator gemeldet. Halt die Guschen. Verkaufen. 100. Mach ich nicht. Ich kann mir nicht drucken, Freundchen. Ich hab nicht hier noch... Fehler. Wie stellt er sich das vor? Drucke eine Waffe. Kann den Energieumwandler verkaufen, aber das bringt nichts. Befehl nicht erkannt. Warum nicht? Junge, wie soll ich das machen? Du Nasenbär, was ist da drin? Schön. Energieumwandler ist... Oh, 800 Credits. Sehr schön. Gesundheitsinjektor, Revolver, Munition. Na bitte. Es fügt sich alles. UJC-Druck für alles, was Sie benötigen. Ja, jetzt gibt das her. Alles klar. Le Puste. Sehr schön. Jetzt kann man reden. Alles klar. Um hier abzuhauen, brauchen wir ein Schiff. Eins, das du fliegen kannst. Hier gibt's einen, der sich ins Netz hacken und eins aus dem Orbit rufen kann. Leider sitzt er in der Schuh. Hochsicherheit. Verdammt schwer, da reinzukommen. Nervt das Chor? Ja, schon von Anfang an. Ja, die können einem das Hirn aufweichen. Keine Sorge, man gewöhnt sich dran. Hört sich hier wirklich gut aus. Ja, ich hatte sehr viel Zeit. Gut, und was jetzt? Die Schuh? Was ist denn die Schuh? Schmeißen wir einfach so rein? Schön wär's. Aber so einfach wird's nicht, Mann. Ich bin schon lange hier und habe Privilegien, die du nicht hast. Also schicke ich dich woanders lang. Aber ich bin dafür deine Augen und Ohren und führe dich. Ach, lass mich nur nicht hängen. Werde ich nicht. Außer du kennst noch mehr Piloten. Was war denn nicht das für ein Argument? Warte mal, ich will mal gucken, ob ich hier noch was drucken kann. UJC-Druck wünscht Ihnen einen United Tag. Hat einen United Tag. So, das könnten wir, wenn ich 200 hätte. Was wäre denn das? Stabilitäts- rekonfiguriert Druck durch Ergänzung eines vorderen Handgriffs, um Rückstoß zu verringern. Ich könnte jetzt natürlich was verkaufen. Aber Gesundheitsinjektor ist, glaube ich, eine richtig blöde Idee, den zu verkaufen. Nee, komm. Wie wechsle ich denn jetzt die Waffe? Ah. Okay, dann hat er die. Verstehe. Okay, ich hab's verstanden. Vielleicht sollte man aber doch lieber... Pack die mal weg, die Kiste. So. Vielleicht sollte man doch, soweit es geht, mit der Nahkampf... Was ist denn jetzt los? Strategisches Zielsystem. Nachdem du einen Kombo-Angriff ausgeführt hast, halte Ausschau nach dem Schnellschussindikator beim Gegner. Das kriege ich doch nie gebacken. Drücke und halte die rechte Maustaste und drücke dann... Schnell die linke Maustaste, um den Gegner automatisch anzuvisieren und die Waffe für ein
Das kriege ich nie im Leben gebacken, nochmal. Also wenn ich kämpfe, nachdem nur ein Combo-Angriff ausgeführt ist, halte Ausschau nach dem Schnellschussindikator. Wenn das passiert ist, halte ich die rechte Maustaste gedrückt. Verstehe. Und mach schnell die linke, um automatisch anzuvisieren und die Waffe für einen zusätzlichen Treffer abzufeuern. Will ich das, ist die Frage. Vermutlich will ich das. Keine Ahnung. Ey! Ich bin ausgewichen. Komm nochmal. Hat es geklappt? Er hat einen Helm. Okay, das mit dem Schnellschuss hat geklappt. Eigentlich recht intuitiv. Ja. Ich hab's. Den Aufzug runter zur nächsten Ebene. Folge deinen Schildern zum Medizinbereich. Ich melde mich. Okay. Lokalisiere den Medizinbereich. Ich hab schon wieder einen Treffer in ihr steckt. Hier ist nix. Weiter. Bin mir nicht sicher, was diese komischen Pusteln hier bedeuten haben. Deswegen trampel ich lieber mal drauf. Da ist ja mal was drin, ich glaube aber nicht, oder? Nee, sieht nicht so aus. Aber sicher ist sicher. Jetzt sind da nur noch 5 Schuss drin. 5 Kugeln habe ich insgesamt. Jetzt würde mich mal interessieren, hat er jetzt alles nachgeladen oder habe ich das Magazin vergeudet? Wo ist denn meine Munition? Ich habe nur 5 Schuss. Ist ja erbärmlich. Vorsicht, falls jemand drin ist. Nein, ist keiner drin. Okay. Also eigentlich, wenn man sich mal ans Kampfsystem gewöhnt hat, ist es gar nicht so blöd. Es ist halt relativ anders als das von Dead Space, aber es ist nicht blöd. Eine Taschenlampe wäre auch geil. Ach, wir haben eine Taschenlampe an der Waffe. Leise, mein junger Freund. Der Onkel schleicht dich von hinten an, mach ich. Schnelltötung. Ach, das geht. Okay, cool. Warum nicht gleich so? Hätten sie mir aber auch schon früher sagen können. So, ich habe jetzt hier, ich habe jetzt noch Geld, um meine Waffe abzugraden. Scheiße. Na gut, dann eben nicht. Hatte gehofft, dass ich da was upgraden kann, aber gut, dann beim nächsten, wie hieß das? Print irgendwas. Kann man das eigentlich zerdeppern hier? Nein. Vorsicht. Da wir schleichen können, versuchen wir das auch mal zu tun. Oh, Scheiße. Okay, hat mich gesehen. Ey! Ist jetzt gut? Aus, Team Maus! Blödes Stück. Okay, aber ich habe mich nicht blöd angestellt. Ich würde sagen, so langsam wuppt die Kiste. Leider
wuppt so langsam auch die Munition. Und zwar weg. Also diese Spucker haben offenbar nicht unbedingt einen Kopf nötig. Gut, sie sahen mir jetzt auch intellektuell nicht sonderlich... Was war das? Hallo? Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Ich wüsste, wo ich hin muss. Da geht's auch lang. Wir bleiben da bitte oben drinne. Wir haben keinerlei Kommunikationsbedarf. Kann man hier... Da könnte man auf die andere Seite durchgehen. Das scheint mir so eine Art... Ist das ein Fahrstuhl? Ich bin mir nicht sicher. Okay, ich gehe noch mal ganz kurz hier gucken, ob hier noch irgendwas ist. Nee. Da ist noch irgendwas. So. Naja. Wird reichen. So, warte mal, was haben wir hier? Grundgeräusche. Was ist das hier? Station 3? Ach, das ist eine Glasscheibe. Okay, gehe wieder. Lass mich raten, das ist auch eine Glasscheibe oder was? Nee, das ist keine Glasscheibe. Ruhe. War da einer? Ne, da hängt noch einer. Okay, da geht's raus. Ich guck nochmal, also es sind ja hier mehrere Abzweigungen, die ich nehmen kann. Und zwar war ja hier auch diese... Ich weiß nicht, ob ich hier rüber kann. Kann ich hier rüber? Ich kann. So. Und was ist das hier? Da kann ich auch... Da kann ich auch. Verschlossen. Ist hier irgendwas, wo wir das durchtrennen können? Nein. So, wo gehen wir denn jetzt hin? Wollen wir erstmal hier gucken? Ist jetzt die Frage, wo gehe ich jetzt hin? Eigentlich will ich ja in die Schuh. Ich sehe nichts. Super. Ist das hier die Schuh? Bin mir nicht sicher, wo ich hier bin. Hallöchen. Schuschu. Ich will über die Schulter gucken können. Halt gar nicht den Atem an. Nein, nein. Eine Kiste. Aber Kisten gibt's nie umsonst. Ach, die ist auf der anderen Seite. Wie blöd ist das denn jetzt? Okay. Ich bleib mal unten. Ich hab immer... Ey, ich bin doch aus... Hier bin ich. Nein! So, der eine ist hin. Ist der andere noch am Leben? Nein, alles gut. Puh.
So, Bullets, das ist... Allein dafür hat sich sie gelohnt. So. Ich will aber... eigentlich... an die Kiste ran. Hinein! Aha. Das gefällt mir alles ja nicht. Da ist die Kiste. Wo ist die Kiste? Da ist die Kiste. Was ist es denn? Gesundheitsinjektor? Neun Schuss Revolvermunition. Schick, schick, schick. Kommen hier eigentlich irgendwo rein? Nein. So, wir gucken uns natürlich auch noch hier um. Guten Tag, mein Freund. Bleiben Sie einfach liegen. Ich bin dünn, ich passe durch. So, ist die Frage, wo bin ich jetzt? Rauf da, los. Ah, okay, hier geht's wieder rauf. Okay, immerhin. Die Kiste hat uns einiges an Zeug beschert. Ruckel, ruckel. Ich glaube, jetzt bin ich wieder oben. Kann das sein? Jo, alles gut. Jo, jo, jo. Da runter, da rauf. Sehr gut. Hat sich schon mal gelohnt. Dann können wir jetzt den Weg nehmen, den sonst eigentlich vorher gesehen haben. Also bis jetzt muss ich sagen, die Stimmung ist geil. Die Story wissen wir noch nicht. Da müssen wir ein bisschen warten. Bis jetzt haben wir eigentlich von nichts eine Ahnung. Ach, das war falsch. Die Monster, die zeigen auch schon die ersten Diversifizierten. Was ist das? Was macht ihr hier für ein... Gehen wir mal hier lang. Nein, 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 nein! Böse! Böse. Ich komm gleich rein. Ah, da ist einer. Vorsicht, da ist einer, da ist einer. Vorsicht, beweg dich, beweg dich, beweg dich! Ah! Nee, das ist okay. Kommt der her? Kommt der nicht her? Der mich? Nein, nein. Ich warte mal, bis der hier lang läuft und dann wird er von hinterrücks, wird er dann von mir gemeuchelt. Hat er mich gesehen? Nee, ne? Ganz locker bleiben, mein Freund. Okay, der hat mich jetzt gleich gesehen. Aua! Okay, blöd. Hau! Wo ist er? Au! Au, 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 blöd! Wo ist der andere? Da! Au! Ich hab den getroffen! Das war richtig blöd gerade, was ich da gerade getrieben habe. Ist in jeder Hinsicht schief gegangen. In jeder Hinsicht. Hätte den ja auch hinterrücks plätten können, aber nein. Ich muss ja unbedingt auf Kuschelkurs gehen. So, haben wir hier was Schickes zum Basteln, zum Bauen? Nein.
Tatsache. So, die gute Nachricht ist für euch. Verweigert. Ich kann sie nicht öffnen. Aha. Du musst die Zugangsdaten finden. Suche in der Umgebung nach toten Wärtern. Ich suche in der Umgebung nach toten Wärtern. Die gute Nachricht für euch ist, dass ich jetzt spielen muss, bis der nächste Speicherpunkt kommt. Sonst kann ich halt nicht aufhören. Das heißt, die Aufnahme geht noch mindestens bis zum nächsten Speicherpunkt. Sie sind alle tot hier. Hab einen! Echt? Der da? Nimm! Schneid mit der Klinge das Implantat raus. Moment, was? Geht leider nicht anders. Kommst du durch die Tür. Ich hätte ihn doch auch einfach da zur Tür schleifen können, oder? Ich hätte ihn auch einfach... Neue automatische Aufnahme, warte mal. Wo ist denn Eric Jenner... Deceased. Was Segen da? Ich hatte keine Wahl. Die Häftlinge sind durchgebrochen. Ich musste die Tür versiegeln. Hört mich jemand? Ja, Officer Jackson. Warden Cole? Wo sind Sie? In meinem Turm. Was? Warum? Was passiert hier? Das Ende einer langen Reise. Okay. Also, er scheint nicht... Wir wissen da noch überhaupt nichts, aber sie erschien jetzt nicht überrascht zu sein. Er beobachtet, als würde er irgendwas erforschen. Scheiße, was fällt auseinander? Ah, er speichert. So. Das heißt, wir, liebe Freunde, sehen uns wieder beim nächsten Mal, wenn wir erforschen, was das für ein Geräusch ist, was wir da hören. Ich sage erstmal danke fürs Zusehen. Kommt das von hinter mir? Nein. Danke fürs Zusehen, euer Mr. Fleck. Ich hab Bammel.